Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal gegen Ende haben wir noch den Bessemer-Stahl entwickelt. Deswegen können wir jetzt vorspawnen. Außerdem sind unsere Truppen stärker geworden, weil wir jetzt andere Truppen bauen können. 1798, glaube ich, war das, was wir brauchen. Kann sein, dass wir nachher noch mehr brauchen. Wir werden da anfangen, wieder mehr Kohle auch zuzubringen, weil Kohle brauchen wir für die ganzen Dampfschiffe, die wir ja haben. Grundsätzlich hätten wir genügend Essen, aber wir haben noch immer viel zu wenig Transportkapazität und das ist etwas, was wir einfach bauen müssen. Das heißt, wir werden da recht viel Transportkapazität bauen. So, was können die jetzt eigentlich? Firepower 10, 6 und 8. Scharfschützen. Wow, die schauen ja cool aus. Und sie sind noch immer ungelernt, so wie vorher. Und die sind 12, 4, 5, Range 5 und Range 8. Und sie bewegen sich noch dazu schneller. Und die Scouts haben auch eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Scouts are lightly armed and fast horsemen, adept at reporting on the enemy positions and escaping when sighted. Das klingt gut. Das klingt extrem gut. Unformed troops armed with long rifles, adapted using terrain for concealment. Nicht schlecht. Dann sollten wir vielleicht tatsächlich noch so eine Truppe bauen. Und ich brauche noch eine. Achso, dafür brauchen wir auch zwei. Dafür brauchen wir nur einen. Noch eine Heavy Infantry. Und wir bauen aus 3 und 1. Und es bleiben uns noch 12 übrig. Haben wir 4 davon. Da könnte man noch eins raufgehen, aber das können wir nicht ewig machen, weil irgendwann mal geht uns dann das Eisen wieder aus. Erneut. Hier könnten wir um eins raufgehen, aber das brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Da schon eher. Wir können da nicht mehr genügend Dinge herstellen. Gut, das heißt, wir brauchen Stoffe, das heißt, wir müssen da eher ein bisschen mehr produzieren auf der Seite. Gut, jetzt lassen wir das aber mit den Truppen. 1688. 1688. Das heißt, wir können das, wobei ein bisschen Überproduktion zu bringen, wäre vielleicht nicht einmal so schlecht. Wir holen uns mehr Schafe in die Hauptstadt, damit wir das wieder weitermachen können. Ja, da fehlen uns natürlich Waffen. Wir brauchen mehr Waffenproduktion. Mehr Waffen. Aber das wird es nicht spielen, weil das meiste Stahl wird in unsere Transportfähigkeit gehen. Also, zurzeit brauchen wir Fabriken nicht unbedingt ausbauen, weil wir sind gerade am Limit, vor allem bezüglich der Arbeitskraft und bezüglich des, was ich antransportieren kann. Wie viel Papier haben wir noch? 6. Okay, das geht sich noch eine Weile aus. Wir produzieren jetzt jede Runde zwei Papier schon seit Ewigkeiten. Und jetzt verbrauche ich gerade
weit mehr als zwei Papier pro Runde. Ja, schauen wir mal. Jo, da gehen wir wieder rauf auf 8 und 8. Dann können wir sogar noch mehr verkaufen eigentlich. So sollten wir nur 8 verkaufen. Und vor allem Wolle brauchen wir. Wolle brauchen wir. Wir werden tatsächlich jetzt noch eine Botschaft nach Issa bauen. Den gesamten Kontinenten will ich eigentlich haben für mich. Wünschen wir uns schon sehr, aber irgendwie. Ich weiß nicht genau, was die anderen Spieler machen. Irgendwie, also die anderen Großmächte machen, dass sie so schnell zu diesen Dingern kommen. Ich meine, Deneb. Hat schon 3 von diesen kleinen für sich gewonnen. Ich finde das überhaupt nicht richtig. Ich mache das jetzt auch nicht so viel anders, glaube ich. Naja, oh ja, wahrscheinlich schon. Ansonsten würde ich sie ja schon haben, die kleinen. Gut, schauen wir uns den Status noch einmal an. Wir sind wieder gestiegen. Wir sind wieder Dritter. Hurra! Wir sind noch immer nicht unter den Top 2, aber wir sind Dritter, immerhin. Interior Strength sind wir weiter Zweiter. Diplomatisch sind wir. Also, meiner Meinung nach, ich glaube schon, wir holen da ein wenig auf. Aber wer weiß. Militärisch sind wir noch immer hilflos hinten nach. Das ist traurig. Wir müssen echt viel mehr in Militär investieren. Merchant Marine. Da sind wir jetzt Zweiter. Also das war, da haben wir jetzt stark aufgeholt. Weltexporte, naja, okay. Industrie sind wir definitiv der Stärkste. Arbeitskraft ebenfalls. Overseas Profit. Patagon hängen wir gerade ab. Aber auf Ankem kommen wir nicht wirklich ran. Obwohl ich jede Runde irgendwas kaufe. Mit meinem Typen. Internal Transport sind wir an zweite Stelle zurückgerutscht. Na gut. Nächste Runde. Wir brauchen auch mehr Schiffe wieder. Nehmen wir 4 von denen und 2 von denen und 2 von denen und 2 von denen und 2 von denen. Also das, was ich da jetzt mache, ist vielleicht nicht ganz sinnvoll, weil ich kaufe da ohne Maß und Ziel. Aber ich glaube schon, dass das Sinn macht, von meinen Verbündeten immer was zu kaufen. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Und noch einmal 2 Einheiten. Scouts und Grenadiere. Embassy established in Issa. Odun Short und Horses noch immer. Noch eine neue Invention. Compound Steam Engine. Was ist eine Compound Steam Engine? Das weiß ich jetzt auch nicht. Early Experiments with Compound Engines? Was sind Compound Engines? Einzelteil-Engines? Nein. Resulted in a 50% savings in fuel consumption. Wow! Heißt das, wir können die Dinger billiger bauen? Oder mehr transportieren mit unseren Transportdingern? Das wäre natürlich schon was Feines. If an initial investment is made, our nation's railroads will benefit directly. We will be able to build rail through hitherto impassable hills and produce more timber from our forests. Na okay, schade. Ich habe gehofft, es wirkt sich auf unsere Transportfähigkeit aus. Aber in Wirklichkeit nicht. Schade.
Gut, in Issa haben wir jetzt auch eine Botschaft, das heißt, wir können hier auch suchen. Und du kaufst mir da diesen Wald. Ist okay. Und du baust ein Fort um 7500, na sei ja was. So, ausgebaut, nächstes zum Ausbauen. Nochmal ausbauen. Verteidigt das? So, was kann das? Allows engineers to build railroad through hills and foresters to improve timber production to level 2. Ja, jetzt würde ich mal sagen, das ist jetzt nicht so wichtig. Und wir haben hier gerade einen Haufen Geld ausgegeben. Danke, wir rufen Sie an. Gut. Wir sollten. Da noch mehr her transportieren, damit wir das voll ausnutzen können. The great power of Haxaco has a navy more than twice as strong as ours. Danke für diesen Hinweis, das macht mich jetzt nicht nervös. Wir bauen noch eine Einheit. Das da. Und dann bauen wir als nächstes wieder Schippernackeln, würde ich fast sagen. Und da bauen wir auch. Wir holen uns auch nochmal drei dazu. Und den. Die zwei werden da auch aufgerüstet. Dann holen wir uns nochmal drei da. Da sind wir voll. Mehr Waffen. Mehr. Oh, wir können nicht mehr Kleidung. Mehr davon. Na, warte mal, nein, eigentlich wir brauchen nur 13, weil 3 holen wir ja nach Hause. Da können wir auch noch mehr machen. 14. Und dann brauchen wir wieder ein paar Kriegsschiffe als nächstes. So, dann bieten wir Issa gleich einmal einen Pakt an. Und Ende des Zugs. Haxaco bietet uns wieder Stahl an, dann nehmen wir 2. Huschen bietet uns Cotton an, dann nehmen wir 4. Kessel 2. 2. 2. 2. Das ist ein Plus von 16.000 gewesen, diese Runde. Wow. Sehr gut. Ist er und langsam Zeug gekauft bei uns. Your Excellency, I'm pleased to report that we have trained enough expert workers to justify expanding the university and opening new departments. 10 units of paper have been added to the warehouse. Okay, das ist nett. Das ist echt nett. Wenn man offensichtlich genügend von diesen Meistern hat, kriegt man Papier geschenkt.
Report from your Interior Minister. Noch eine Artillerie. Advice from your Minister, from your Invest in Technology. Ja, ich weiß. Overeating and Intelligence linked. Toothbrush usage on decline. Ja, das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir da was gefunden hätten. So, du kannst in Issa eigentlich auch kaufen, aber in Issa gibt es nichts zu kaufen. Dann bleibst du mal da und kaufst noch mehr Wald. Das ist okay. So, ihr macht's auch das. So, da produzieren wir mehr Kohle für die Schiffe, die wir vielleicht bauen wollen. Dann transportieren wir davon noch mehr. Bei 17,98 brauchen wir eh gerade wieder. Es ist Steel Mill Industry with a Capital. Ja, ist okay. Einen bauen wir noch dazu aus. Die zwei machen wir dazu. Wahnsinn. Arbeitskräfte haben wir noch einen Haufen. Wir bauen da noch weiter aus. Aha, das ist voll. Da könnten wir rein theoretisch noch mehr machen. Da machen wir mehr. Da sind wir voll. Bauen wir das aus irgendwann einmal, sobald wir das Geld haben. Oder beziehungsweise das Stahl haben eigentlich. Wir hätten das gesamte Stahl kaufen sollen, was wir gekriegt hätten. Mehr Waffen. Brauchen wir vielleicht sowas auch. Sicherheitshalber. Wer weiß, wo man die Dinge nachher brauchen. Nochmal alles zu viel. Schon. Na gut. Ja, auch Kessel wird sich irgendwann nochmal noch zu mir begeben. Das sind wir definitiv die beliebtesten jetzt. In Hurschen sowieso. Zinlo, Idolon und Issa. Zinlo und Issa sind mir jetzt auch die Nummer 1. Nicht, dass die beiden so viel verkaufen würden, aber na gut. Zinlo verkauft schon ein bisschen was. So viel brauchen wir nicht mehr. Aber wir kaufen überall eins, damit sie uns mehr mögen. Zwei. Nehmen wir auch zwei.
Wieder ein Plus von 14.000. Nicht schlecht. Und noch ein Regiment. Large Statue Plant. Nein. Potential War and Extension of State Policy. Na gut. Da haben wir natürlich auch nichts gefunden. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, du bleibst mal stehen. Du kaufst weiter Zeug. Hier bewacht das. So, wir brauchen jetzt 17,88. 17,98. Also nein. Nur eins zu viel. Davon brauchen wir zwei zu viel. Und wir transportieren mehr Kohle. Noch eine leichte Artillerie und den werden wir da reinsetzen. Oh, Universität, nein. Achso, es gehört da zur Universität dazu, deswegen. Gut, kaufen wir noch welche von da. Drei Stück. Da waren wir 1898. Ah, nein. Muss noch die Arbeitskräfte verteilen. Oh. Oh. Sehe ich jetzt erst. Wir müssen das ausbauen. Aber das kostet uns Geld, das wir nicht haben. Machen für den Ernstfall. Okay, gehen wir auf 8 runter da, weil wir produzieren ja auch 8 pro Runde. Ist eigentlich Taxaco? Magst du uns noch immer nicht so viel, wie du solltest? Oh, aber Hurschen ist jetzt dunkelgrün. Vielleicht funktioniert es jetzt. Das würde mich freuen. So, machen wir Ende des Zugs. Ja, da kaufen wir mal 4, weil wir wollen schließlich viel umsetzen. Da kaufen wir einen. Jetzt haben nur die. Na ja gut, andererseits viel mehr gibt es ja nicht mehr. Die anderen sind ja vollkommen, bereits vollkommen. Mein liebes Zinlu hat was gekauft. Yes. Und Hulschen hat Furniture gekauft. Sehr gut.
Noch eine leichte Infanterie-Artillerie. Hurschen remains independent. Sag einmal, gibt es euch noch? The King of Hurschen flatly rejected Odostan's invitation to join the Empire. Hurschen is an independent nation and shall remain so for the foreseeable future. Dem geht's ja wohl nicht richtig. Prospektor, wieso hast du nichts zu tun? Ärgerlich. Developer. Kaufen wir das auch noch. Kannst du derzeit irgendetwas tun? Ich finde das nicht richtig, dass die da Gold gefunden haben. Ja, oh ja, warte mal, du kannst was tun. Wir haben ja dieses Gebiet da drüben gekauft. So, du bist da auch fertig. Das heißt, auch dich werde ich darüber schicken, weil da drüben habe ich ja auch ein paar Gebiete gekauft. Dann machen wir mal das. Gut, das hätten wir gemacht, Herrschaften. Nachdem es bei mir schon spät ist und hier jetzt auch nicht viel passiert ist, sage ich euch gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder, wenn es dann wieder heißt Imperialism, hurra! Na gut, bis dann.